Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Ja, ich bin wieder da, falls ihr die Eventfolge von mir nicht gesehen habt. Ich war eine ganze Zeit lang krank. Und zwar plötzlich von heute auf morgen quasi. Und ja, es geht mir besser. Meinem Hals geht es mir immer noch nicht ganz gut, aber es geht mir auf jeden Fall besser. Und ja, ich möchte jetzt weitermachen. Ich hatte ja die letzten zwei Folgen geschnitten und hochgeladen, die ich noch in petto hatte. Und in der letzten Folge haben wir ja gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Chillimilli, nachdem wir das Kapitel mit Concord finden abgeschlossen haben. Bevor wir jetzt N retten, machen wir jetzt erstmal bei den normalen Quests ein bisschen weiter. Und ich dachte mir, dass wir heute einfach mal auf eine Spinnensuche gehen. Und zwar fangen wir in der Erntefeldprovinz an. Genau. Wir haben hier ja die verschiedenen Bereiche, wo wir Spinnen sammeln können. Ich dachte mir, wir gehen einfach von oben nach unten durch und das erste ist die Erntefeldprovinz. Da fangen wir jetzt an. Ja. Ansonsten, wie immer, wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Und wenn ihr was klopfen hört, das sind meine Beine. Die sind wieder ein bisschen zickelig. Eine kurze Info noch. Und zwar brauchen wir für die Spinnen, die es in der Erntefeldprovinz gibt, den Schlüssel zum Baumhaus, da wir ins Baumhaus müssen. Nur so zur Info. Und vielleicht guckt ihr euch das Video zuerst an, bevor ihr auf Spinnensuche mit dem Video geht, da wir doch ganz schön rumgejagt werden und ihr das dann so ein bisschen abhaken könnt. Ich gehe nach den Nummern, aber es ist, glaube ich, sinnvoller für euch, wenn ihr euch das Video erst anguckt und dann nach den Spinnensuchen geht. Dann müsst ihr nämlich nicht hin und her reiten. Spinne Nummer 1 ist hier an der Ausgrabungsstelle. Irgendwo auf diesem Flachsfeld sitzt die gute kleine Spinne. Wir hören sie auch schon. Ja. Ich komme näher. Wo bist du? Was für eine Farbe hast du? Hallo. Spinni, Spinn, Spinn. Sitzt du in den Blumen oder sitzt du da draußen? Guck mal, da sitzt sie doch. Bei den Koordinaten x62 und y259. Ja, genau. Yay, eins von Albertas Kindern. Genau, die erste. Weiter geht's mit der Nummer 2. So, Nummer 2 ist hier direkt an dem Turm, über dem Theater, wenn man da die Treppe hochläuft. Und zwar hier oben an der Decke ist die Süße. Genau. Bei den Koordinaten x45 und y253. So. Weiter geht's mit Spinne Nummer 3. Spinne Nummer 3 ist ziemlich versteckt. Und zwar müsst ihr dafür auf die vergessenen Felder. In die Nähe von der schlafenden Witwe. Die ist irgendwo da hinten. Und dann kommt dieser große Hügel. Wo ist die schlafende Witwe? Ah, da, genau. Hier ist dieser Hügel mit dem einen Runenstein drauf, wovon man aus auf die schlafende Witwe gucken kann. Da müsst ihr hier hinter diesen großen Felsen reiten. Da ist die gute, nämlich bei den Koordinaten x57 und y203. Spinne Nummer 4 ist hier unten am Strand und zwar schräg gegenüber von der Reithalle, wenn man über diese zwei Holzbrücken reitet. Hier hinten auf dem Stein im Wasser bei den Koordinaten x99 und y194. Spinne Nummer 5 ist hier am Baumstumpf des ewigen Wächters hinter dem Runenstein. Die sitzt da und wartet bei den Koordinaten x58 und y178. Spinne Nummer 6 ist hier auf der Koppelinsel und zwar unter dieser kaputten Brücke hier. Da müsste gleich irgendwo ein Dings kommen. Ah, genau, hier an der Ecke. Bei den Koordinaten x44 und y272. Ich glaube, die kriege ich nur, wenn ich absteige, weil ich sonst nicht nah genug dran bin, quasi.
Hallo? Ups. Ich spring dran vorbei und drücke E. Ha, hab sie. Yay. Gut. Dann die restlichen drei noch holen. Spinne Nummer 7 ist im Jallaheim Theater in einem Karton. Genau. Bei den Koordinaten x43 und y253, aber ihr müsst wie gesagt ins Theater rein, sonst findet ihr die nicht. Für Spinne Nummer 8 braucht ihr den Schlüssel vom Baumhaus, den ihr von Isolde und Loke bekommt, da eine Spinne, da die achte Spinne im Baumhaus sitzt. Ja, genau. Und anders könnt ihr da nicht rein. Das heißt, ihr müsst erst die Quest von Isolde und Loke fertig machen. Und hier ist auch übrigens ein Stern. Prima. Können wir den auch direkt mitnehmen. So, und da ist die Spinne. Schön. So, eine Spinne fehlt uns jetzt noch. Und die Spinne ist tatsächlich ein bisschen tricky zu finden, da die neunte Spinne auf den vergessenen Feldern umherwandert und man die ein bisschen nach Ton suchen muss. Also macht den Ton an, achtet auf die Spinnengeräusche, wenn ihr die finden wollt. Die wandert da rum, also es ist ein bisschen Zufall, dass man die halt bekommt, beziehungsweise man muss sie halt suchen. Ich höre sie. Wo ist sie? Ich höre sie. Oh nein, die läuft schon wieder weg. Ich höre sie. Ich höre sie. Oh mein Gott, da ist Spinne Nummer 9. Ohne Witz. Ich stehe hier jetzt gerade bei den Koordinaten x72 und y186. Wir haben mittlerweile den nächsten bzw. übernächsten Tag, weil ich diese blöde Spinne nicht gefunden habe. Ich habe insgesamt eine Stunde nach dieser Spinne gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Jetzt habe ich sie. Gut. Allerdings ist die nächste Quest in Epona noch gesperrt bei Professor Hayden, weil die sich erst ab 10 Spinnen freischaltet. Das heißt, wir werden in der nächsten Spinnenfolge in Firkgrove die Spinnen suchen und dann auch in dann zum Mondsicheldorf gehen und bei Professor Hayden das abgeben. Das geht nämlich immer in 10er Schritten. Man kann in 10er Schritten die Spinnen abgeben und nicht nach jedem Bereich. So, gut. Dann war es das jetzt für diese Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die wird. Aber ja. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!